Côte du Rhône ist für mich immer so ein bisschen der Inbegriff vom gehobenen Wein für jeden Tag. Die Weine sind generös, hauptsächlich vom Grenache geprägt, haben eine gewisse Wärme und Kraft und eben im besten Fall auch noch Finesse und Eleganz. Sehr lange Zeit haben wir den Domaine de la Rémejean gehabt, wo sehr ein gutes Produkt ist. Wir haben aber festgestellt, dass der Montfaucon seinen normalen Côte du Rhône immer mehr verbessert. Verwunderlich ist das nicht. Wie beim Baron Louis hat er sehr gute Lagen von alten Rebstöcken. Und was das Interessante ist, man kann seinen Côte du Rhône bereits sehr jung trinken, aber er reift auch extrem gut. Also wir haben 10-, 15-jährige Côte du Rhône bei ihm gehabt, die sich fantastisch entwickelt haben. Letztes Jahr haben wir zuerst mal den 18er angeboten und dieses Jahr haben wir den tollen 19er. Das war eines der besten Jahre in der Rhone seit langem. Und wir haben zum Glück schon Anfang letztes Jahr reserviert, weil sonst hätten wir nichts bekommen. Der Wein war im Nu weg. Eine gute Kraft ist bereits sehr zugänglich. Ich denke, er verbessert sich noch die nächsten zwei Jahre, aber man kann ihn, wie gesagt, bereits jetzt sehr schön trinken, ein toller Wein für jeden Tag. Und wenn sie noch ein bisschen liegen lassen, wird er sogar noch mehr als das.